Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Beta Dragon Quest 3, der deutschen Übersetzung von den SNES Projects. Und im letzten Part haben wir, glaube ich, so die Pyramide ein wenig geplündert wie Sau. Macht aber auch nichts, denn wir teleportieren uns wieder nach... Wie heißt denn das Dorf? Hier ist noch klein geschrieben. Ajalem. Schreibt das mal mit auf, damit das gefixt wird, bitte. Nehmen wir mal Isis. Ich weiß jetzt nicht, wo Isis war. Ich glaube, es ist... Ja, es ist genau das, was ich wollte. Und zwar, wir haben jetzt hier so einen coolen Schlüssel. Ich wollte mal gucken, was der hier macht. Und da denke ich mir mal, wird ja in der Nähe irgendwas schon sein, was man damit anstellen kann. Der Magieschlüssel. Wohoho. Hier ist nichts. Mist. Ja, okay. Ohne kurze Hose. Kurze Hosen sind immer toll. Vor allem, wenn es warm ist. Da freue ich mich immer wieder drüber, wenn es draußen warm ist. Und dann kann ich endlich wieder mal die kurzen Hosen anziehen. Und dann fühle ich mich wieder wie so ein kleiner Pokémon-Trainer. Ich sehe auch mit Rucksack ein bisschen so aus. Aber das ist Zufall. Oder nicht? Vielleicht ist es ja auch Absicht. hier bin ich etwas verkehrt. Verkehrt sage ich schon. Ich nehme mal an, hier ist nichts weiter. Frage ich, was ich mit dem Schlüssel machen kann. Hallo? Was muss ich doch mit dem Schlüssel machen können? Ja, doch blöd. Ich finde den Schlüssel und kann in der Umgebung nichts damit machen. Nee. Na gut, dann gehen wir mal woanders hin. Na, wir hatten doch da so eine coole Stadt. Wo so ein cooler Ausrüstungstypi war. War das hier im Schloss direkt? Nee. Nee. Hier im Schloss war das nicht. Das war weiter westlich. Ja, genau. Das war östlich, meine ich natürlich östlich. Da war dieses Dorf, wo dieser eine Typi war mit so ganz vielen Schatztruhen. Und ich glaube, da glaube ich mich dran zu erinnern, dass dort Türen waren, die wir noch nicht öffnen konnten. Vielleicht geht das jetzt mit dem Magieschlüssel. Nö. Guck mal. Und die Leute hier mal wieder direkt plätten. Ey. Haben wir lange nicht gemacht, hä? So, guck mal nochmal. Ich weiß noch nicht mehr, wo das Dorf war. Irgendwo hier. Da ist der Shrine. Das ist in Wirklichkeit... Oh, Mary ist bald down. Schon wieder. Item. Der Shrine, der ja eigentlich... was anderes ist. Ja, dieses Dice Game. Dieses Würfelspiel. So, nach oben. Müsste jetzt hier irgendwo in der Gegend sein. Ne? Da! Genau das habe ich gesucht. Haha! Guten Tag. So. Mal gucken. Hier war noch irgendwo. Hier kann ich mich an den Türen. Da, die zum Beispiel. Ha! Ha! Sehr gut. Guten Tag. Guten Tag. Du hast geschäftlich mit dem Anführer unserer Truppe zu tun? Schau doch nachts wieder vorbei. Oh ja. Oh, Pig sieht vorzüglich aus. Cool. Also nachts. Wollen wir uns jetzt über die Zeit ein bisschen totschlagen oder was? Ich guck mal noch so ein bisschen rum. Schauen wir mal, was es hier noch so schön ist. Gibt. Oh, guck mal hier. Okay. Kommen wir jetzt auch hoch. Nett, nett. Was bist du? König. Hallo, König. Ich würde liebend gerne irgendwann nach Osten gehen. Aber der einzige Weg führt durch einen geheimen Tunnel, den nur Zwerge kennen. Nurud, der Zwerg, gibt vor, nichts von dem Weg zu wissen. Ich muss vielleicht seinen Freund treffen, den König von Portoga. Ah, da wissen wir ja schon mal, wo wir hin müssen, nach Portoga. Gucken wir mal hier rein. Nichts Interessantes. Und ein Buch. Ein Witzlexikon. Na geil. Das ist doch immer was Nettes, so ein Witzlexikon. Ein Witzebuch, immer gut. Kann man immer gut gebrauchen. Für so einen Gag zwischendurch, wenn man mal die Fantasie verlassen hat. Okay. Hey, sind noch irgendwo Türen, wo ich noch nicht rein konnte? Ne. Oh, ich habe hier noch so einen Spickerzettel. Nö, steht nix. Ist ja blöd. Und ich hab's nicht ausgedruckt. Ein zweites Blende. Warte mal, ein bisschen weiter vorher. Nö. Nö, wirklich nicht. Na gut.
Machen wir jetzt hier ein bisschen freie Schnauze weiter, würde ich mal sagen. Jetzt habe ich das Dorf schon wieder vergessen, wo ich hin muss. Wenn ich den Namen wüsste, dann wäre das schon mal ein großer Vorteil. So, gucken wir nochmal. Verzeihung, das tut mir leid. Ah ja, da war das. Hi. Ich würde lieben gerne irgendwann raus gehen. Bla 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 bla. Ich muss vielleicht seinen Freund treffen, den König von Portoga. Oder Portoga. Oder Portoga. Portoga. Ja, Portoga, so muss es heißen. So, Teleport. Nicht genügend Magiepunkte. Item. Chimärenflügel. Benutzen. Nein, wir waren zumindest noch nicht nach Portoga. Ja, das ist ja schon mal ein Hinweis, dass wir da wirklich noch nicht waren. Na, bevor wir jetzt wieder losgehen, würde ich mal sagen, wir rüsten uns wieder ein wenig mit Stoff aus. In, guten Tag. Willkommen, das macht Geld und freue ich mich drüber. Tschüss. So. Portugal. Portugal, Portugal, Portugal. Porto, Porto, Karte? Nee. Stimme kann man nicht bewegen. Also das Gelbe, das sind wahrscheinlich irgendwie so eine Art wie Städte und das Lila, das sind Dungeons. So. Portugal. Guck mal da. Das sieht aus wie Europa, wo wir hier sind. Das ist ja der Hammer. Also gehe ich noch jetzt nach oben links. So, da ist Italien. Das erste Gelbe dann gleich. Und weiter nach links, da ist in dieser graue Chipfel. Das sieht aus wie Portugal. Also gehen wir nach Portugal. Spanien, Portugal. Und da passt ja auch Portugal. Oder wie das auch mal heißt. Das ist faszinierend, Captain. Wahnsinn. Ich bin... Wow. Das haut mich jetzt irgendwie gerade vom Hocker. Warum habe ich das früher noch nicht mitbekommen? Ich muss mir das nochmal angucken. Wahnsinn. Und Amerika haben sie auch noch... Alter, das erinnert mich irgendwie volle Möhre an Terranigma. Oder an Terranigma, wie man es auch immer aussprechen mag. Ich nenne es Terranigma. So, jetzt gehen wir erstmal über den... Dings... Angriff, 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 Magie, Peng, so. Gibt's hier auch einen Namen für diese, na ja, ist ja, ja. Das ist bestimmt Pangea, wo wir herumlaufen, deswegen die ganzen Orang-Utans und diese ganzen anderen Ritter und andere merkwürdige, freilebende Gegner. Muss man lang? Ah, weiter nach da. Das ist ein Schrein. Oh mein Gott. Hi, grüß dich. Wer bist du? Portugal ist direkt hinter dieser Tür. Aber du kannst sie nur mit dem magischen Schlüssel öffnen. Na toll. So ein Zufall, dass wir den zufällig haben. Geil. Verschlossen, du besitzt nicht den Pass. Oh, brauchen wir noch einen anderen Schlüssel oder was? Magischen. Erster Diebesschlüssel, dann der magische Schlüssel. Was brauche ich noch? Den Ultraschlüssel oder was? Ja. Geil. Ey, coolio. Voll fett. Hammer nice. Oh, es wird dunkel. Hammer nice. Ja, neue Gegner haben wir ja noch nicht gefunden. Aber das ist ja auch nicht so schlimm, ne? Wir sind ja auf Erkundungstour. Also. Mhm. Mhm. Oh. Druid. Druid, der ist wirklich nur Druid. Der ging auch schnell down. Oh. Dr. Schleim. Hi. Geil. Ey, das finde ich gerade voll faszinierend. Ich bin total geflasht. So. Tschüss. Guten Abend. Ja. Oh ja. Oh, ein Penner. Er schläft mir nicht. Ja, kritz, kritz. Sau, der lässt uns nicht vorbei. Hi. Wenn ich doch nur noch einmal das Gesicht meiner liebsten Sabrina sehen könnte. Ich vermisse sie so sehr. Hast du sie gesehen? Nee, tut mir leid. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Mal gucken, was er sagt, wenn ja. Das sagt er bestimmt, du lügst. Bitte sag ihr, dass Carlos sie nach all den Jahren immer noch liebt. Oh ja, das werde ich tun, wenn ich Sabrina sehe.
Hey Sabrina. Was haben wir hier noch? Ein Haus. Wo es nach oben geht. Das ist ja nett. Oh, eine Miezekotze, die ist ja toll. Guck mal. Miau. Der schläft. Kratz. Oh, ich kann nicht schlafen. Helfen nur Baldrian. Ja, Baldrian hilft da. Oh, mal weiter gucken hier. Was geht hier noch? Nichts weiter ab. Ist ja blöd. Bisschen klein hier, oder? Ach nee, hier, guck mal. Der schläft auch einfach mal hier so im Gras. Seufzt. Hey, was gibt's? Bitte komm morgen wieder. Wenn ich aber jetzt rein will, Mann ey. Oh, man kann nicht mal ins Wasser. Pick sucht den Boden ab, aber da ist nichts. Da ist einfach nichts. So, dann gehen wir halt mal schlafen. So, hi, willkommen in der Herberge. Du musst um die Uhrzeit sehr müde sein. Das macht 40 Goldmünzen. Naja, für Portugal ist es ganz günstig. So, jetzt können wir hier endlich mal die Leute ausrauben. Prima, du findest ein T&T-Ticket. Toll. TT, toll. So, hi. Ah, bevor ich sterbe, würde ich zu gerne wissen, wie schwarzer Pfeffer schmeckt. Pfeffrig. Willkommen im Warenladen, wie kann ich dir helfen? Was möchtest du haben? Heilkraut, Gegengriff, Chimärenflügel. Wir haben ein paar Heilkrauts, brauchen wir wieder. Packen wir mal direkt wieder an die Beule. Danke. Ja, kaufen wir nochmal einen neuen. So. In den Beutel. So. Ja, danke. Nee, nee, das reicht. Danke, danke. Mensch, lass mich los. Ein Pfefferkorn ist so viel wert wie sein Gewicht in Gold. Bei uns gibt es nichts Vergleichbares. Ach, übrigens. Dies ist ein Waffen- und Rüstungsladen. Mhm, was möchtest du denn kaufen? Bringt gar nichts. Bringt gar nichts. Nee, zwei Punkte. Ein Punkt, hallo? Hm, Dunkelrobe. Na gut, okay, die kriegst du, Kilbel. Aber nur, weil du so schön gefragt hast gerade. Ja. Dunkelrobe. Nee. Wir können jetzt verkaufen. Mantel des Meidens. Wow. Hat er das vorher angehabt? Das ist aber viel wert, du. Na, Kupferschwert können wir erstmal verkloppen, ja. Ja. Gucken wir mal, ob das vielleicht Mary anlegen könnte. Ich merke mir doch so eine Sache nochmal nicht. Mantel des Meidens. Alles erstmal in den Beutel packen, was wir jetzt nicht so brauchen. Ein bisschen aufräumen ist immer gut. Abgeben. Nein. Beutel. Ja. Danke. Heiliger Dolch. Bringt gar nichts. Geil. Häsenschwänzchen. Macht das Glück hoch. Ja, warum hat dann das... Ach so. Ach so, das war der Rubinring. Ah, abgeben. Den Rubinring, den werden wir noch behalten, wenn er so einmalig ist. Ja, Chimärenflügel abgeben in den Beutel. Das dauert immer so eine Weile, ja. Abgeben in den Beutel, ja. Danke. Magischer Schlüssel. Abgeben in den Beutel. Ich denke mal, das wird gehen. Chimärenflügel abgeben in den Beutel. Ich glaube, die brauchen wir überhaupt nicht hier abgeben in den Beutel. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen frei. So, mein Freund, jetzt können wir wieder ein bisschen was verkaufen hier. Ja, das ist ein Waffen kurz und klein. Ich will was verkaufen, Mann. Beutel. Rubine. Oh, der ist aber hoho, viel wert. Heiligen Dolch, weg damit. Ja, komm, braucht doch kein Schwein. Was wollen wir sonst noch verkaufen? Mantel des Meidens. Oder wie das auch immer heißt. Ja, Meidens. Ach, da kommen dann weniger Gegner wie den anderen vielleicht so, oder? Naja, man weiß es nicht. Man munkelt aber. Der König liebt Pfeffer. Man kann es im Westen des Landes kaufen. Aber niemand traut sich zu gehen. Es ist einfach zu gefährlich. Okay. Das klingt nach einer Quest. Hättest du ein Schiff, könntest du
ganze Welt bereisen. Hättest du deine Klappe gehalten, hätte ich das auch so gewusst. So, guten Tag. Obwohl dieses Land klein ist, ist sein König ein reicher und einflussreicher Mann. Pass auf, dass du keine unbedachten Fehler machst. Ich bin auf den Jukini unbedachten Fehler gemacht. Du wirst es nicht glauben, aber im Osten gibt es einen Schrein, an dem du deine Klasse wechseln kannst. Ich würde gern dorthin gehen. Coolio. Oh. Hi. Jeder spricht darüber, gen Osten zu ziehen. Aber ich aber nicht. Es gibt zu viele Monster dort. Sehr weise. So, was können wir denn hier jetzt noch schön? Oh, da. Naja, wir gucken uns hier mal noch ein bisschen. Nee, wir gucken uns hier nicht weiter um. So, also sehen wir uns dann einfach, sag ich mal so, im nächsten Part weiter, wieder, wenn es wieder heißt Let's Beta Dragon Quest 3, der deutschen Übersetzung von den SNES Projects. Ich freue mich drauf. Macht's gut, bis dahin und tschaußen!